Über 400 Finanzpolizisten sind für Österreichs Finanzwirtschaft im Einsatz. Mehr als 8.900 Strafanträge wurden im Jahr 2017 im Zuge der Kontrollen vollzogen. Die Wiener Finanzpolizei hat sich in der Nähe eines Frachthafens in Stellung gebracht, um LKWs anzuhalten. In diesem Bereich gibt es immer wieder Unternehmen, die Schwarzarbeiter beschäftigen und den Arbeitsmarkt massiv durch Dumpingpreise schädigen. Es gibt genügend Transportunternehmen in Wien, die uns unterm Preis drunter fahren. Also die verlangen dann für einen Bus mit zwei Mann um 25 Euro. Und das kann ich selber nicht fahren, weil ich mit einem Auto kostet die Stunde 42 Euro. Ich aber alleine. Und dann gibt es immer die ganzen Firmen, die fahren um 25 Euro mit zwei Mann unterm Preis drunter. Und die sollten aus dem Verkehr rauszahlen. Weil die fahren uns alle, Transportunternehmen fahren die alle unter dem Preis drunter. Da können wir gar nicht mehr mithalten. Aber die Firmen haben auch immer nur die Kundschaft einmal. Die haben immer nur Laufkundschaft, weil die Kundschaften rufen dann einfach bei dieser Firma nicht mehr an, weil unseriös, man kann mit denen nicht reden, sie verstehen einen selbst nicht. Bei uns zählt noch immer der Wiener Schmäh. Also wenn ich eine Kundschaft habe und ich bringe einen kleinen Schmäh rüber, dann freut sich gleich die Kundschaft und da ist gleich das Image gleich viel besser für die ganze Firma. Also wenn einer daherkommt, sagt Unterschrift bitte und dann gleich wieder weiterfährt. Bei dem angehaltenen LKW-Fahrer gibt es Unstimmigkeiten. Der Wiener fährt im Auftrag seiner Mutter, die das Familienunternehmen leitet. Fahren Sie das erste Mal für die Mutter? Nein, ich habe nur mal... Naja, also sozialversicherungsmäßig ist er nicht angemeldet. Haben Sie ja E-Card? Ja, habe jetzt nicht da. Ja, aber haben tun sie eine? Ja, so neu ist er schon. Ja, na, auf, wen ist nein, die auf jeden Fall. Schauen Sie, grundsätzlich geht das ja mit der familienhaften Mitarbeit, aber wenn das öfters vorkommt, dann müssen sie ihn anmelden, ja? Na, fahren Sie regelmäßig. Nein, ist das Ihre Einnahmequelle? Ich hab früher selber Firma gehabt. Ist das Ihr Lebensunterhalt? Ja, ist das Ihre regelmäßige Arbeit da für schon, die Mama? Ja. Fahren Sie jeden Tag? Ja. Okay. Na ja, bitte, das ist keine familienhafte Mitarbeit. Das ist ja überhaupt kein Thema. Ja, passt. Okay, gut. Danke, wieder an. Ja, fährt regelmäßig für Sie. Ja, das ist ein Lebensunterhalt, das schauen Sie ja hier. Das ist ja klassisch. Ja, also die Annahme der hier kontrollierten Person, dass es sich um eine familienhafte Mitarbeit handelt, weil der Unternehmer, für den das Auto zugelassen ist, ist die eigene Mutter, der ist natürlich völlig von der Hand zu weisen, weil er gibt ja selber zu, dass er regelmäßig diesen Job ausübt, dass diese Arbeit sein Broterwerb ist, also sein regelmäßiges Arbeitseinkommen, das er bekommt. Da stellt sich die Frage nicht, ob er anzumelden ist oder nicht. Da ist er anzumelden, das ist er nicht. Also wird in dem Fall auf jeden Fall eine Anzeige wegen Schwarzarbeit, wegen nicht gemeldeter Tätigkeitsaufnahme erfolgen. Gegen die Mutter. Szenenwechsel in eine Wiener Großgärtnerei. Die Erfahrung hat gezeigt, dass in diesen Bereichen ein großer Bedarf an Hilfsarbeitern erforderlich ist. Um Kosten zu sparen, werden Saisonarbeiter oftmals nicht angemeldet. Hast du seinen Ausweis? Der kann nicht Deutsch, gell? Nein, einer kann nicht Deutsch. Kann nicht Deutsch? Ja, er kann seine Kumpelstiefel auszuführen, die gesehen haben, und hat sich die Tourenbock aufgesucht. Aha, okay. Sie können weiterarbeiten. Kein Problem. Aber einen Ausweis habe ich. Ja, das macht ja nichts. Zum Arbeiten braucht ihr einen Ausweis, eh nicht. Aber dass man sieht einmal, wie das funktioniert, das ist die Waschanlage. Ne? Tun Sie nur. Ja, wir schauen uns jetzt die einzelnen Bediensteten an, die da an den verschiedenen Arbeitsstraßen arbeiten, ob sie die arbeitsmarktrechtliche Bewilligungen haben, soweit sie sich um Drittlandsangehörige handelt und ob sie die notwendigen Anmeldungen zur Sozialversicherung haben, also vom Dienstgeber, von dem landwirtschaftlichen Betrieb, den wir da kontrollieren. Man hat das am ersten Blick einmal gesehen, es ist doch eine größere Anzahl von Personen, die offensichtlich also keine österreichischen Staatsbürger zumindest einmal sind, wenn sie die Sprache nicht sprechen oder nur gebrochen. Und da brauchen wir jetzt einmal die ganzen Personaldokumente, alle Ausweise, die werden wir jetzt einmal alle durchchecken und der Arbeitsablauf kann ja insofern weitergehen, weil wir wissen ja, wo die Leute stehen. Ja.
Es werden zahlreiche Arbeiter angetroffen, die sich nicht ausweisen können. Das sind jetzt nur die Versicherungskarten und Ausweise, zum soll ich eingefahren sammeln. Und die anderen, mir ist die Hälfte gar kein Ausweis mit. Das wird natürlich eine wahrscheinlich lange Geschichte werden, wenn sie keinen Ausweis mit haben. Ist in der Regel so, dass wir die Polizei holen müssen. Ne? Ja, also wir haben da also die Halle, wo das sortiert wird, die Produkte, und verbockt wird, ganz offensichtlich. Und das ist also auch grundsätzlich halt natürlich eine einfache manuelle Tätigkeit, ohne viel geistige Leistungsfähigkeit. Und da werden immer die Leute rufen, als die Leute beschäftigt, die halt billig entlohnt werden. Und das sind die Hilfsarbeiter und die Hilfskräfte meistens aus dem osteuropäischen Umfeld. Wir werden es dann eh sehen. Rumänien, Bulgarien? Ja, in die Richtung. Es gibt aber auch die ukrainischen Erntehelfer, die sind also auch in Österreich sehr häufig vertreten. Das wird also eine längere Geschichte werden, wenn wir gesehen haben, es sind also Dutzende von Ausweisen, die wir schon haben, und noch mehr, einfach die Kollegen, die gar keinen Ausweis haben. Das wird die Sache in die Länge ziehen. Mit Hilfe der E-Card kann überprüft werden, ob eine Meldung bei der Sozialversicherung vorliegt. Auf weitere Daten haben die Finanzpolizisten keinen Zugriff. Für einen Identitätsnachweis reichen die E-Cards nicht aus. Doch die Geschäftsabteilung hat alle Ausweise der Mitarbeiter ordnungsgemäß kopiert und zeigt sich sehr kooperativ. Das sind die Leute, von denen wir es brauchen. Okay. Weil nicht, dass die dann alles faxen, schicken, mailen, ist gar nicht notwendig, kopieren sie das. Das sind die Leute. Ja, okay. Die Betreiberin von dem Betrieb hat gesagt, sie haben alles. Und das wird jetzt mit der Lohnverrechnerin, die schickt von diesen Namen die Passkopien und halt alles, was hat. Und dann gehen wir sehr damit zufrieden, wenn es wirklich gut leserlich ist. Sie sind österreichische Staatsbürger und arbeiten da bei dem Betrieb schon wie lange? Ich bin jetzt ein halbes Jahr da. Ein halbes Jahr, so? Sie sind also nicht Stammpersonal? Nein, weil ja, ich bleib schon Stamm da. Ja. Aber ich war in der Stahlbranche. Ja. Und dadurch, dass ich mit meiner Wirbelsäule so schwer bedient bin und nichts mehr schwer heben darf, ja, keine Träger, nichts mehr zahlen, so habe ich eine Arbeit suchen müssen und zufällig bin ich da hergekommen. Na, und die Arbeit passt Ihnen? Ja, brauche nicht schwer heben. Das Tomatenblocken. Ja. Und die Gärtnerei hocken, das ist mein sowieso der arme Garten. Okay. Und das sind Sie so ein Gärtler für den? Ja. Morgen. Ja, gut machen. Wie lange ja arbeiten Sie hier schon? Über 30. 30 Jahre? Ja, so wie über 30, ja. Okay. Warum immer bei diesem Betrieb? Ja, so wollen, neu mit Chefin. Zurück bei den Lkw-Kontrollen. Es wird versucht, Klarheit im Fall rund um den Wiener Lkw-Fahrer zu erlangen. Hat die Mama beim Schenker da einen Generalauftrag oder was? Nein, ja, oder für wen fahren Sie? Ich fahre für meine Mutter hat eine Firma in Wien, die da ein Lager nur hat. Also Sie holen da das ab und bringen es wohin? Am Flughafen, oder? Nein, nach Wien rein. Nach Wien. Das ist eine regelmäßige Tour, das heißt, da haben Sie so einen Rahmenvertrag, ich glaub, oder? Das ist eine regelmäßige Tour, ja. Mit wie vielen Auto machen Sie das? Das weiß ich nicht. Also ich fahre jetzt wirklich, wie gesagt, ich fahre... Naja, nein, wie viele Autos hat die Mama, das werden Sie wissen. Ja, das vier, ja, sind es. Aber einer steht aber. Und wie viel Chauffeur? Gar keiner. Also die vier Autos? Nur Familie, das ist. Noch einmal, junger Mann, wenn Sie das transportieren und auch wenn die Mutter der Auftraggeber ist oder der Dienstgeber und der Vater, Sie sind trotzdem steuerrechtlich und sozialversicherungsrechtlich anzumelden. Wo sind Sie jetzt versichert, wenn Ihnen was passiert? Welche Versicherung zahlt Ihre Unfallskosten? Das müssen Sie doch wissen. Ich meine, Sie scheinen mir ja doch ein heller junger Mann zu sein, dass Sie mir Gedanken machen, was passiert, wenn ich einen Unfall habe. Hm? Na ja, ja. Na ja, nicht na ja. Das liegt ja auf der Hand, oder? Wenn Sie selber Firmenchef waren, wissen Sie ja, ungefähr welche Aufgaben ein Firmenchef wahrzunehmen hat. Da sind Sie nicht unbeducht. Ne? Da können Sie mir nicht erzählen, dass Sie keine Ahnung haben. Hm? Ja. Na ja, bleiben wir bei der Wahrheit. Sie sind der einzige Fahrer von der Frau Mutter, oder? Ja. Naja, also, eben. Es ist nur Familie. Es ist Sie, ja, Ihr Lebensgefährte. Und der fährt auch? Nur hier und da. Was zahlt Ihnen die Mama für das Fahren? Na, das ist meine Mutter. Na, ja, das war jetzt nicht die Frage, das wissen wir. Was zahlt Sie? Sie müssen ja auch von was leben, oder? Sie schauen ja nicht so aus, als ob Sie verhungern waren. Ich lebe mit den Ganzen damit. Wollen Sie mich jetzt nicht verstehen? Ich weiß, Sie sehen, das ist so alles Familie und das gehört alles immer doch.
Schauen Sie, wir sind Finanzbeamte und wir müssen jetzt einmal klären, ob sie in einem Beschäftigungsverhältnis steht zu ihrer Mutter oder nicht. Die Mutter ist für uns eine Fremde. Nicht so wie für sie ist die Mama, sondern sie ist ihr Auftraggeberin. Die sagt, Bub, fahr dort hin, hol die Ware, bring sie dort hin. Weisungsabhängigkeit. Sie sagt, wenn es vor. Wenn du einen Tag fährst, kriegst du von mir 100 Euro. Ich weiß ja nicht, was sie ausgemacht hat. Irgendwas werden sie kriegen, weil sie können ja nicht von nichts leben. Ich verlange von meiner Mutter jetzt, gib mir 500 Euro für das, was ich fahre. Das sage ich ja nicht. Angemessen. Ich helfe ihr freiwillig aus, dass sie die hat. Das ist lieb von ihnen und das ehrt sie als Mensch, aber leben können sie nicht davon. Also müssen sie eine Gegenleistung kriegen. Ne? Na, wie viel? Da gibt es keine Gegenleistung. Ich kriege nicht das und das für das, dass ich das fahre. Das gibt es bei uns nicht. Wir verdienen einen Scheißdreck an Kohle, aber wir müssen irgendwie schauen, dass wir da zusammenbleiben. Wissen Sie, was ich meine? Ja, ich verstehe es schon. Menschlich ist mir die Situation klar. Sie müssen zusammenhelfen, damit sie über Wasser bleiben. Ja, sicher. Eben. Aber das löst die steuerliche und Sozialversicherungsfrage nicht auf. Das weiß ich. Schreiben Sie das eine so gut Sie es kennen, wir werden uns da mit der Mama auseinandersetzen müssen, beziehungsweise habt ihr ein Steuerbüro da nicht wahrscheinlich? Ja, dann haben wir ein Steuerbüro da, den schreiben Sie uns dazu, dann reden wir mit dem, aber ich weiß jetzt wirklich nicht aus dem Bauch heraus, was wir da mit Ihnen tun. Jetzt werden wir halt jetzt einmal die Daten aufnehmen, dann werden wir uns mit dem steuerlichen Vertreter auseinandersetzen, mit dem kann man wertfreier, emotionsloser reden. Der junge Mann, der ist auf die Sache eben nicht herunterzubekommen. Der hat natürlich jetzt einen Stress, weil er überhaupt nicht weiß, was geschieht mir da, was passiert da. Er selber hat eine Firma in den Sand gesetzt, hat wahrscheinlich auch kein gutes Gefühl. Möglicherweise sind auch Schulden noch da, die zu bedienen werden. Es gibt vieles, was da hineinspielt. Das werden wir jetzt in dieser Situation da vor Ort nicht lösen. Aber wir werden uns mit dem Steuerberater dann zusammensetzen und einen Modus wie Wende finden, der halt dem Gesetz Genüge tut und der was auch immer das Überleben sichert. Also der gehört sicherlich, so wie ich jetzt den Eindruck habe als erstes, gehört er nicht zu der Gruppe der großen Betrüger. Ob in diesem Fall ein Strafantrag gegen das Familienunternehmen gestellt werden kann, muss noch geprüft werden. Erstmal darf der Wiener seinen Transport fortsetzen. In der Großgärtnerei läuft die Kontrolle ohne gröbere Zwischenfälle ab. Alle brauchbaren Dokumente, die die Finanzpolizei zur Überprüfung der Arbeitsverhältnisse braucht, wurden anstandslos vorgezeigt. Die Chefin des Betriebs ist strenge Kontrollen gewöhnt. Wir werden auch kontrolliert, das Gemüse, dass alles in Ordnung ist. Also Rückstände, Pflanzenschutzmittel und eben die Listen, Aufzeichnungen führen von den Mitarbeitern, jede Stunde, wo sie arbeiten und so Sachen. Also alles muss in Ordnung sein, auch bei diesen SLK-Prüfungen, die von den Produkten her zu machen sind, ne? Dass die Ware in Ordnung ist. Und es ist trotzdem ein sehr vorbildlicher Betrieb. Es gibt natürlich Betriebe, die nicht nur von den Behörden kontrolliert werden, so wie es jetzt in diesem Fall ist. Ein Betrieb, der also an die Großabnehmer liefert, der hat also mit eigenen Kontrollen seitens seiner Kunden auch zu rechnen, weil die gewisse Qualitätsstandards eingehalten haben wollen und auch kein Interesse haben, dass dann vielleicht irgendwann einmal herauskommt, dass die mit einem Betrieb kooperieren, der unter Umständen Ausbeutung betreibt oder Menschen unwürdige Quartiere zur Verfügung stellt und solche Dinge. Also jetzt neben dem arbeitsmarktrechtlichen und finanziellen Aspekt ist natürlich auch jetzt der Qualitätsstandard seitens der Abnehmer ein wichtiger Faktor, weil die wollen ja zufriedene Kunden im Supermarkt und von dem her kann sich der Betrieb, ein Betrieb wie dieser, der in der Größenordnung agiert, und man sieht ja auch an der Anzahl der Personen, an den Maschinen und so weiter, dass also hier wirklich groß produziert wird an Nahrungsmitteln, der kann sich das gar nicht mehr leisten, dass sich der solche Arbeitskräfte beschäftigt, die erstens unzuverlässigerweise möglicherweise sind, die keine Qualität liefern. Da geht es ja um Hygienebestimmungen. Also vielleicht den einen oder anderen kleine Unschärfe werden wir hier feststellen, aber der große Wurf wird es hier nicht sein. Regionalleiter Franz Kurz plant bereits den nächsten großen Zugriff. Sein Team ist am Weg zum Flughafen nach Schwechat, um dort Taxiunternehmen zu überprüfen. Es gibt im Personenbeförderungsgewerbe natürlich einige Big Player, die also hunderte Autos auf ihre Firma angemeldet haben. Und es gibt auch zahllose
Klein- und Kleinstunternehmen, oftmals Unternehmen, die nur mit einem Fahrzeug unterwegs sind, wo also der Unternehmer selbst am Fahrzeug sitzt und wo das Fahrzeug also auch keine Fremdlenker hat. Aber natürlich die Gefahr, dass Missbräuchlichkeiten passieren, ist natürlich in den Unternehmen, die eine große Personenanzahl als Dienstnehmer führen, wesentlich größer. Um den Wildwuchs an ominösen Taxiunternehmen einzudämmen, wird gemeinsam mit der Flughafenpolizei die Großkontrolle erstmal genau koordiniert. Hallo, grüß euch. Freut mich, dass wir uns wieder am Flughafen sehen. Jetzt würde ich ganz gern mit euch nochmal durchgehen, wo wir heute unsere Standorte machen und was ihr alles vorhabt, dass wir uns das ein bisschen einteilen können. Ja, für uns passt es an und für sich. Und bei uns geht es eigentlich wie immer: Ausländerbeschäftigungsgesetz, ASVG, Registrierkassen, illegale Gewerbeausübung, Steuerschuldfahrzeuge. Genau, das ist dann das Lustige, nicht? Ja, natürlich, wenn jemand einen Rückstand hat, der einbringlich war. Wir unterstützen schon längere Zeit, wir arbeiten sehr gut zusammen. Wir halten die Fahrzeuge an, erledigen dann unsere Aufgaben und gleichzeitig überprüft dann die Finanzpolizei schon andere Agenten und das funktioniert alles sehr gut und wir haben schon relativ gute Erfolge gehabt.